Slenderman, Slenderman, bitte lass mich in Ruhe. Slenderman, ich will 8 von 8. Wir haben 7 von 8, Leute, wir schaffen das. Die letzte Seite, die kriegen wir wohl hin. Leute, wir müssen das hinbekommen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Slender Survival. Hieß das, glaube ich. Ja, ich habe mich wieder hierher gespielt, denn anscheinend speichert das nicht. Na gut, wer jetzt gedacht. Also habe ich das Ganze wieder erledigt hier, bis zu dem Generator. Und jetzt versuchen wir uns dieses Gebäude mal ins Reinzahl. Wir waren ja rechts schon drin. Wir waren jetzt hier. Und mir geht es immer noch nicht besser. Ich muss erstmal kurz einen Schluck von meinem Quelli Eis. Ne, warte, ich habe hier einen Kaffee Kakao. Also einen Kaffee mit Kakao, was ich mir warm gemacht habe. Wir sind ja ein bisschen näher rangegangen. Wir kommen rechts nicht weiter. Wir müssen links lang. Und ich überlege jetzt einmal lang zu sprinten. Du tust mir nichts, ne? Siehst aber auch, also ich werde jetzt so ein Jumpscare sein. So, 3, 2, 1. Bist schon ganz nett, ne? Ist das die Kate? Ist sie Kate? Katie? Wie hieß die Kate, ne? Ich schließe die Augen und sprinte durch. Okay, ich habe die Augen nicht geschlossen und trotzdem nicht gesprintet. Du bleibst da aber, ne? Okay. Entweder ist es freundlich oder es hat uns nicht gesehen. Eins von beiden auf jeden Fall. Wo auch immer es weitergeht. Rechts rum war ja nichts. Ich habe rein keine Ahnung, wo ich bin. Ich will. Gar nicht so offensiv da lang drin. Denn so wie wir das Spiel kennen, gibt es ja auch irgendwo Slendy. Deshalb manchmal unsere Kamera. Komische Faxen mal. Wir gucken uns mal hier oben, ob wir hier irgendwo finden, wo es weitergeht. Kann ja auch sein, dass ich einfach nur gerade blöd bin und es einfach nicht finde. Das wäre nicht das erste Mal, ne? Ja, auf jeden Fall schon mal dieses Vieh. Da oben, da oben. Geh weg, du Stehmann.
Messer rumstehen tust du sowieso nicht. Allerdings, solange ich weiß, wo die Viecher sind, ist doch alles safe, ne? Oh Gott. Meine Gänsehaut geht schon wieder los. Bin leicht angespannt. Help me. Es lädt. Level 2 oder was? Ah, ist ja schon gesagt. Ich weiß, was das Spiel vorhat. Ich würde mal sagen, das gute alte Spiel kann jetzt beginnen. Einfach nicht beeindrucken lassen. Leute, ich kann euch nicht sagen, wie schlimm dieses Spiel ist. Na gut, das gute alte Sender ist zurück. 1 von 8. Ich hoffe jetzt nur, die Spielentwickler belassen es bei einem Slender. Nicht bei einem Slender und noch so ein random gruseliges Vieh. Ich habe vor diesem Vieh mehr Schiss als vor dem Slender, was wir gesehen haben. Egal, wir haben gerade noch eine Seite, noch ist alles ruhig. Denn nach je mehr Seiten wir finden, desto näher wird uns das Slender kommen. Wo? Wir müssen jetzt den Störungen fernhalten. Denn jetzt wird er eine Gefahr, denn wir werden ihn einfach auch befallen, jetzt will er sich wehren. Wir dürfen nicht sein Papier klauen, denn das gefällt ihm überhaupt nicht. Ich würde sagen, wir folgen mal den Weg hier. Oh shit, oh shit, oh shit. Ich würde sagen, wir folgen dem Weg hier. Oh Gott, ich würde sagen, wir gehen weiter geradeaus. So viele Wege und so wenig Antworten. Ja, jetzt Maul. So, 2 von 8. Leute, wenn ich mich nicht so anhöre, weil ich ein bisschen Angst habe, es tut mir leid, aber ich scheiß mich hier gerade wirklich ein. Dort ist er. Dann gehen wir hier oben lang. Und die gute alte Mucke. Ich muss aber jetzt leider vom Weg abgehen, Sandy. Ne, warte. Cancel, was ich gesagt habe, ich habe einen Weg gefunden. Cancel dort. Das ist nur ein Stock. Wir gehen da lang.
ein Zelt. Super. Läuft doch sauber. Shit, 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 shit. Ah! Oh shit, fuck, der war ja direkt vor mir. Shit, scheiße. Ich weiß wohl, da ist er. Ich hab ihn gesehen. Der stand plötzlich vor mir. Fick dich, du Hurensohn. Das ist erst Level 1 von 8. Lass wieder das Zelt. Wir gehen jetzt den Weg hier weiter. Wie gesagt, ist es alles blind. Und jetzt geht der Spaß jetzt richtig los. Jetzt fängt der Horror an. Das war erst der Anfang vom Herzinfarkt des Firetubes. Ich bin nicht so ein Schisser, wenn es darum geht. Und ich hab mega fucking Angst vom Stander. Und ich weiß nicht, was wir immer 8 Seiten haben. Ich wette auch, dass der uns... Da ist er. Okay. Der ist irgendwo auf der Seite. Aber er stört uns nicht, denn hier ist eine Seite. Das ist immer noch der erste Versuch. Wir haben 6 von 8. Ich glaube, wir gehen da lang. Dixie-Klo. Wenn da keine, wenn da eine Seite ist, fresse ich ein Dixie-Klo. Okay, hier ist Sackgasse. Füllen den Weg weiter. Ich bin stolz auf uns. Sie haben 6 von 8. Ein Auto. Ich weiß nicht, ob ich mich freuen sollte, dass eine Seite ist. 7 von 8. Erster Versuch. Eine Seite noch. Ja, stand doch immer auf. Ja. Wir rennen einfach weiter. Ich sprinte die ganze Zeit. Wir sind wieder beim Zelt. Leute, der hat uns tapfer geschlagen bisher. Oh shit, da war er. Wir drehen um. Hör auf mit deinen Geräuschen. Hör bloß auf. Bevor wir das Spiel starten, steht da ja auch, dass nicht zu schwachen Nerven. Das ist hier auch ein bisschen... so als Jumpscare-mäßig zugehen kann. Und eigentlich wollte ich das mehr als eine Art Training ansehen, weil ich ja nach Amnesia noch spielen möchte. Und Amnesia soll ja auch ein sehr bekanntes Horror-Spiel sein, und das soll eigentlich eine Übung sein. Und ohne Spaß, das Spiel ist einfach der abnormal krank.
Wir sind ja beim Dixie-Klo. Wir gehen diesmal links rum. Und ich hoffe, dass das der richtige Weg ist für die letzte Seite. Hier sind wir beim Haus. Das macht aber überhaupt gar nichts. Wir waren hier schon drin. Und wir haben im Haus auch die erste Seite gefunden. Wir suchen jetzt einen weiteren Weg, dass wir jetzt einen weiteren Weg halt finden. Ich weiß nicht, ob ich beim Flackern mich umdrehen sollte oder was anderes machen sollte. Hier waren wir schon. Jetzt müssen wir hier runterrennen. Okay, hat sich vor uns gebeamt. Bisher habe ich den Sender gut im Griff. Ich komme mit denen klar. Aber die achte Seite würde mir jetzt allerdings sehr gut helfen. Und ich würde es mir wünschen. Wir gehen unten nach. Wir gehen hier schräg rein. Wir haben 7 von 8 Seiten. Der Stand ist gut. Ich hoffe natürlich, dass selten alle auf dem Weg liegen. Und ich will jetzt auch nicht gefangen werden von denen. Denn es ist machbar. Hier sind wir beim Zelt. Wir haben anscheinend einen Weg übersehen, wo wir noch nicht lang gelaufen sind. Das macht nichts. Wir leben nicht noch. Super. Der scheint sich nur ein paar Sekunden zu teleportieren vor uns. Und wir müssen quasi einfach nur die ganze Zeit den lieben Slendy ausweichen. Slenderman, Slenderman, jagt die kleinen Kinder. Slenderman, Slenderman. Bitte lass mich in Ruhe. Slenderman, ich will 8 von 8. Wir haben 7 von 8, Leute, wir schaffen das. Die letzte Seite, die kriegen wir wohl hin. Leute, wir müssen das hinbekommen. Komische Geräusche wieder hinter mir. Einfach weiter sprinten. Wir kriegen das hin, wir überleben das, Wir waren da ja schon, ne? Wir müssen einfach nur einen Weg finden, wo wir noch nicht waren. Und ich denke, das kriegen wir hin. Sehr gut sogar. Das wird machbar sein. Sender Survival. Der Trailer ist noch mal in der Beschreibung. Für mich an der Stelle, um mich abzulenken, über ein Like und ein Abo freuen. Der ist halt hinter mir, ne? Okay, ich nehme mal an, dieses Geräusch heißt, ich darf nicht stehen bleiben. Wir gucken es jetzt hier noch mal um. Wenn hier natürlich eine Seite hängen würde, das wäre ja cool, aber ich glaube, in jedem Ort gibt es nur eine Seite, die zu finden ist. Da ist ein anderes Auto. Wir haben 8 von 8. Sauber. Die Musik ist weg. Und er hat mich jetzt gefangen, ja klar. Ich dachte... Was geschieht hier? Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. First Try? Leute, wir haben First Try geschafft. Ach Gottchen. Wir sind hier in so einer Gegend. Ab hier geht es aber als nächste Folge weiter. Tschüss, mal rein. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Mir ist mein Herz stehen geblieben. Mir hat die Hose gerutscht. Und was sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Zelda Survival. Haut rein, euer Firetube.